Sarah Schmidt auf eine 6,6 Kilometer lange Tour. Und zwar machen wir heute die Traumschleife Almglück. Der Wanderweg geht zum Teil über schmale Pfade und der Bach Wadrill begleitet uns ein großes Stück des Weges. Ziel ist die Hochwaldalm. Oberhalb der Alm hat man einen tollen Blick auf die umliegende Gegend. Aber seht selbst, genießt die Aufnahmen, denn Bilder sagen manchmal mehr als 1000 Worte. Der Bachlauf der Wadrill begleitet uns ein gutes Stück des Weges. Immer wieder schweift unser Blick nach oben, in die Baumwipfel, diese stummen Riesen, die in den Himmel ragen und die uns total faszinieren. Ob hier wohl ein Schwarzspecht am Werk war? Wir können es nur vermuten. Irgendwie riecht es im Wald immer noch nach Herbst. Die Natur ist noch nicht so richtig erwacht. Die Bäume haben nur einen leichten grünen Schimmer. Aber in den nächsten Wochen wird sich das wohl ändern. Auch das Farnkraut am Wegesrand ist noch nicht aus dem Winterschlaf erwacht. Mittlerweile sind wir oberhalb der Hochwaldalm angekommen. Von hier aus hat man einen wunderschönen Ausblick auf die umliegende Gegend. Immer wieder lassen wir unsere Blicke schweifen und genießen die schöne Aussicht. Musik.
sind wir mal eingekehrt. Auf ein schönes Kaltgetränk. Prost! Das tut gut. Ja, jetzt sind wir am Ende unserer Wanderung. Es war eine tolle Wanderung. Almglück ist sehr zu empfehlen. Wie viele Punkte, Angelika, von 4? 3 Punkte. 3 Punkte ist gut. Dann waren wir noch in der Hochwaldalm. Da gab es leckere Kaltgetränke und was Feines zu essen bei ganz, ganz, ganz netten Gastgebern. Rumtschatscha sagt Dankeschön, lasst ein Abo da, einen Kommentar oder Daumen hoch. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.